Hallo, ich bin die Doris Diala und arbeite jetzt seit 8 Jahren in Brüssel, und zwar im Europäischen Parlament, und würde Ihnen, also Sie direkt ansprechen, Herr Lackmeier. Sie sind aus Hall in Tirol. Wir haben was gemeinsam. Also ich habe für eine Hallerin 7 Jahre gearbeitet jetzt im Europäischen Parlament, und zwar für die Frau Dr. Eva Lichtenberger. Und Sie sprechen, und es ist gut, dass Sie das ansprechen, die hohen Gehälter und den Wanderzirkus kritisch an. Das ist ein Problem in der Vermittlung und in der Kommunikation und schwer zu erklären, warum das Parlament einmal im Monat, sprich 12-mal im Jahr, nach Straßburg fährt. Nächste Woche ist es wieder soweit, Sie können mir glauben, das freut mich selber nicht. Ich wohne da dann eine Woche lang im Hotel, das kostet alles viel Geld. Nur, was tun damit? Wer ist zuständig? Zuständig sind die Mitgliedstaaten. Das ist ein einstimmiger Beschluss, der seit den römischen Verträgen besteht. Und die römischen Verträge kann man nur abändern, wenn Einstimmigkeit herrscht. Frankreich will diesen Sitz, diesen zweiten Sitz nicht aufgeben. Das kann man gut verstehen. Würde der Sitz in Österreich sein, in Wien, hätten wir auch keine Lust drauf, den aufzugeben. Also man muss auch Frankreich und seine Interessen verstehen, aber das sind nationale Interessen. Jetzt möchte ich die hohen Gehälter ansprechen. Es ist so, dass Abgeordnete ein Grundgehalt haben von 5.000 bis 6.000 Euro. Das ist jetzt noch nicht unanständig viel, vergleicht man es mit dem Nationalrat oder dem Landtag. Die Sitzungsdichte ist sehr hoch. Die Abgeordneten, die 751 Abgeordneten, nehmen eine große, hohe Reisetätigkeit auf sich. Diese Summen, die herumgeistern im Boulevard oder in den Zeitungen, man spricht oft, die verdienen 15.000 und Diäten dazu. Das Grundgehalt ist wirklich nur 6.000 Euro, und dazu kommen Tagegelder, mit denen die Abgeordneten dann Unterkunft bezahlen, Essen bezahlen. Das ist aber im internationalen Bereich üblich. Wenn Sie sich das Management anschauen, Manager oder Leute, die halt Unternehmen führen, da liegen die Gehälter bei 20.000. Sie können mal glauben, ich habe jetzt das 8 Jahre gesehen, was da geleistet wird da oben. Das Gehalt ist angemessen, wenn nicht zu wenig.